Ja, weil hier haben immer noch all die Nice-Specs alles blockiert. So, und hier hinten ist das Schiff. Genau dort an der Stelle, wo Arthur ermordet wurde. Ludger Taschenmann. Wieso beim Namenlosen verfolgt ihr mich? Es scheint, ihr habt euer Schiff verpasst. Wartet, ich kenne euch. Ja, natürlich, Brenno, ja, was wollt ihr? Ich verhafte euch hiermit wegen Mordes. Ihr solltet friedlich mitkommen und euch der Stadtgarde stellen. Wegen Mordes, ha, dass ich nicht lache. Ihr könnt mir keine Verbindung mit dem Tod Ados von Eberstamm beweisen. Lächerlich. Ado, was hattet ihr Ratte mit dem Tod an meinem Freund zu tun? Ich bin hier wegen Regulan Störebrand. Was ich meinte ist. Sprecht, Taschmann, solange ihr noch sprechen könnt. Eure Lügen werden euch dieses Mal nicht retten können. Zum Teufel mit euch und eurem Freund. Es war nichts Persönliches. Er schnüffelte halt nur ein wenig zu intensiv in den Angelegenheiten der Nicebacks herum. Deswegen habt ihr ihn umgebracht? Nein, ich habe keine Hand an euren Freund gelegt. Wir haben es nur mit meiner Hilfe so aussehen lassen wie ein Ritualmord. Ihr seid eine Ratte, Taschmann, das Geschwür Ferdox. Sprecht, wer hat Ardo umgebracht? Jandrik? Allerdings, wie es scheint, ist unser Herr Obergardist mal wieder etwas zu redselig. Auris Nasus Oculus! Was hat das zu bedeuten, Jan? Was macht ihr hier? Erklärt euch! Spart euch euren Befehlsturm für eure Straßenköter und Handlanger auf! Ist euch etwa entfallen, dass das Haus Nicebeck nicht mehr Mitwisser duldet, als für seine Pläne nötig sind? Nein. So vergesslich könnt selbst ihr nicht sein. Wie es scheint, Ludger, seid ihr einfach nicht zur Verschwiegenheit in der Lage. Doch dann lasst ihr die wichtigsten Einzelheiten aus. Über die Qualen, die dieser Ardo vom Eberstamm durch meine Hand erlitt, bevor ich ihm zusammen mit seinem Herzen das Leben entriss. Verwunderlich. Ich hatte gehofft, dass er wimmern oder gar um sein räudiges Dasein betteln würde. Obwohl ich mir so viel Zeit mit seinem Tod ließ, wollte er einfach keinen Schmerzenslaut von sich geben. Doch genug in schönen Erinnerungen geschwelgt. Vielleicht gelingt mir ja bei den hier Anwesenden, was mir bei eurem Freund nicht gelang. Ignis Fero! Ados Schlüssel erhalten. Ja. Besiege Jandre. Stoppe Taschmann. Ich habe Taschmann zu Wassen bekommen, diesen elenden Hund. Dieser verdammten Nicebacks stecken hinter dem Mord an Ado und dieser Magier hat ihm sein Herz herausgerissen. Dafür wird er büßen. Ja, und das ist ein Feuermagier mit sehr viel Lebenspunkten. Das bin ich, Phorax. Und er hat gerade Taschmann getötet. Ich versuche mein Bestes. So, und damit hat er auch Lattice ausgeschaltet. Die Sache ist die, er ist gut, aber also was das Aushalten angeht, aber das Austeilen im Nahkampf kann er nicht so wirklich.
Und damit ist er schwer verwundet und sterbend ins Meer gefallen. Ja. Für eine Handvoll Dukaten. Erstatte Emaran Bericht. Ich sollte Emaran von den Wendungen erzählen. Taschmans Tod ist wichtig. Ja. So, erst einmal mit Balsam dich heilen und dann mit einem Verband. Gladys Wunden entfernen. Gut. Jetzt können wir auch erstmal unsere Waffen und so wegstecken. Lass das mal Vorgrim machen. Folgt mir. Endlich wissen wir, wer hinter allem steckt. Dafür wird die alte Nicebeck bezahlen. Ulvine Nicebeck ist nicht zu unterschätzen. Wir sollten uns gut rüsten, bevor wir sie in ihrem Konto zur Rede stellen. Gut. Die wird sich jetzt, wo wir Bescheid wissen, wahrscheinlich dort einbunkern. Ach ja, wir haben jetzt Ardos Schlüssel gekriegt. Der Schlüssel öffnet die Tür zu Ardos Arbeitszimmer. Das heißt, da werden wir vorbeigucken, bevor wir bei Ulvine reinschneiden. Nun, wie schaut es aus? Dieses prachtvolle Schiff hinter mir habe ich im Angebot. Ja, die 10.000, die 100, die 100, die 1.000 Dukaten haben wir leider noch nicht. So, das heißt, jetzt geht's erstmal zu unserem Krämer des Vertrauens. Der ist hier. Und dann können wir hier durch zum Störebrandkontor. Wir haben jetzt übrigens wieder genügend Punkte, vor allem um ihr 2 Punkte Sinnesschärfe zu geben. Na klar. Und mir selber wollte ich, glaube ich, 2 Punkte Selbstbeherrschung geben. Gut. So kann uns Mutter Radschinski nicht so leicht umbolzen. Gemischt. Ja, die Streitkolben wollen wir loswerden. Und ja, hier hinten lang. Also ja, Taschmann ist tot. Die da streiten sich schon wieder über die Wege. Und ja, bevor wir dann wieder auf den Piusplatz gehen, werden wir erstmal Mutter Radzinski töten und die Rattenplage abschließen. Das sollten wir auf jeden Fall jetzt hier hinkriegen. Wie sieht es aus? Habt ihr schon alles erledigt? Ja, die Angelegenheit mit Taschmann endete leider etwas anders als geplant. Merichte, was ist passiert? Ich konnte ihn in Fomalsheim ausfindig machen und folgte ihm bis zum Hafen. Dort wurden wir von Ulvine Nicebecks Hausmagier überrascht. Er tötete Taschmann. Wie erscheint sie die Nicebecks mehr involviert als nur den Mord an eurem Sohn? Selbst mein Freund Ardo vom Eberstamm war ein Opfer des Hauses Nicebecks. Taschmann ist tot, das bringt der Gerechtigkeit nichts. Wie er sagte, der war nur eine Marionette der Nicebecks, da bin ich mir sicher. Und mit seinem Tod sind auch die Beweise ihrer Beziehung gestorben. Diese verdammten Nicebecks, immer gelingt es diesen Würmern, sich aus dem Strick herauszuwinden, den sie sich selber geknotet haben. Es tut mir leid, kann ich noch etwas für euch erledigen? Nein, im Augenblick nicht. Hier ist die Entlohnung für eure bisherigen Leistungen. Ich werde mich ein wenig zurückziehen. Ich muss mich um die Beerdigung meines Sohnes kümmern. Tut dies, doch wisset, und wie eine Nicebeck zu stellen obliegt mir. Diese Hexe hat genug Unheil verbreitet, darüber wird sie Rechenschaft ablegen müssen.
Ihr ähnelt meinem Sohn sehr. Er würde an eurer Seite kämpfen, wenn er noch leben würde. Wenn ihr es wirklich ernst meint, begeht euch zum Konsul des Hauses Nightspecs. Dort hält sich Uvine die meiste Zeit auf. Viel Erfolg, Brenno, ihr Sohn des Durin. Ja, geschlossen. Für eine Handvoll durch Karten. Die Nightspecs waren es. Sie haben meinen Freund Ardo umbringen lassen. Das war ein großer Fehler, den Uvine Nightspec da begangen hat. Ja. Es wird Zeit, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, bei der am Ende alle Fäden zusammenlaufen. Uvine, ich komme. Rache für Ardo. Diese verdammten Nightspecs waren es. Uvine Nightspec hat sich als verantwortliche Drahtzieherin hinter dem Mord von Ardo entpuppt. Ardos Tod muss gerecht werden. Auch die dicksten Mauern werden ihr jetzt keinen Schutz mehr bieten. Stelle Uvine Nightspec. Ich muss Uvine Nightspec stellen. Sie hat sich in ihrem Konto verkrochen. Doch das würde jetzt nicht mehr nützen. Genau. Aber wie gesagt, erstmal Ratten. Ah, der Kampf mit Mutter Radzinski ist schon recht anstrengend. So, sicherheitshalber hier schon mal ein Quicksave machen. Gut, Vorwasch. Wenn ihr was braucht, sagt einfach Bescheid. Lass uns auf die vierte Ebene gehen. Genau. So, einmal nach tief unter Ferdok. Und ja, wir müssen da rum, weil da geht's wieder hoch. Und hier müsste dann auch das Ende sein. Mein Lieber. Da werden wir unsere beiden Magier gut mit Armatrotz schützen müssen. Ein Tierchen beschwören und dann geht's mit. Dann geht es Mutter Radzinski an den Kragen und den Wolfsratten, die dort noch hausen. Weil ja, Mutter Radzinski alleine ist nicht so das Problem. Das Problem ist, dass sie diese schwarzen Wolfsratten beschwört, die gerne Wunden hauen. Was die ganze Sache sehr viel schwieriger macht. Hier ist eine Sackgasse gewesen, genau. Und da ist der Weg runter zu Mutter Radzinski. Vorbei an abgenagten Tierkadavern. So, das heißt Armatrotz. Eine hilfreiche Tatze. So. Dann warten wir, bis ihre Astralenergie sich regeneriert hat. Weil der Kampf mit Mutter Radzinski sollte nicht die ganzen 5 Minuten dauern. Dumm, 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 dumm. So. Oh, eine Sache sollten wir noch machen. So. Und so. Genauso bei dir. Zielwasser, wie lange wirkt das?
Dann trink du das mal. So, jetzt Quick Save und jetzt gehen wir da rein.